In diesem Video möchte ich euch 6 Gründe präsentieren, warum man endlich mal auf den digitalen Kalender umstellen sollte. Der erste Grund: Das Handy hat man immer dabei, ob beim Arzt oder Friseur. Wenn ein neuer Termin vereinbart ist, kann man den direkt ins Handy eintragen und ein zusätzliches Gewicht fällt ja auch nicht an, also man muss keinen Papierkalender rumschleppen. Grund 2: Teilnehmer können eingeladen werden. Wenn ihr einen Partner habt, dann kennt ihr das bestimmt, dass das Gedächtnis ungefähr 24 Sekunden reicht und den Partner kann man einfach einladen und er wird dann je nach Einstellung eine halbe Stunde oder Viertelstunde vor dem Termin an den Termin nochmal erinnert. Und da sind wir auch schon beim dritten Grund, die aktive Erinnerung. In einem Papierkalender muss ich immer reinschauen, ob heute Termine anstehen. Das Smartphone kann mich an den Termin einfach erinnern und ich muss nicht selber aktiv werden. Die Zeit, wann erinnert wird, kann natürlich eingestellt werden, einen Tag vorher, eine halbe Stunde vorher, wie ihr das möchtet. Grund 4, man kann mehrere Kalender pflegen auf einem Gerät. So lässt sich auch das Privatleben und Beruf halt auf dem Gerät trennen. Grund 5, die Synchronisation. Pflegt man den Kalender auf dem Smartphone und hat die Synchronisation angeschaltet, dann habe ich den Kalender auch gleichzeitig auf meinem PC und auf meinem Tablet verfügbar. Grund Nummer 6, der Preis. Eine Smartphone-App wie A-Kalender Plus kostet ca. 5 Euro. Google Kalender ist ja zum Beispiel auch kostenlos, aber selbst die 5 Euro müssen nur einmalig bezahlt werden und der Papierkalender muss jedes Jahr neu gekauft werden und hat einen viel höheren Preis.